Eine Reise ins Ungewisse. Hoffnung auf ein besseres Leben. Wunderland Almanya. Hurra, die Türken kommen. Fremde oder Freunde? Als Gastarbeiter in Deutschland. Deutschland, deine Türken. Mesut Özil, Fußballstar. Cem Özdemir, Politiker. Bülent Ceylan, Comedian. Ich könnte mir schon gut Plakate vorstellen. Bülent für Türkermeister. Ne? Erstmal muss man ja klein anfangen. Und dann irgendwann Bülent Ceylan, Kanzler. Ne? Yes, wie Türk. Ne? Ihre Eltern kamen als Gastarbeiter. Für sie sollte Deutschland nur Heimat auf Zeit sein. Das Wort Gastarbeiter ist schon Beleidigung. Weil wir Türken, wir lassen unsere Gäste nicht arbeiten. Bei der Ankunft sind nicht nur die Erwartungen groß. Suche Drack. Wer deckst du hier? Siehst du, das sind hier alles Riesen. Oh. Man kommt sich näher. Erstaunliche Eindrücke. Eine Riesenratte und eine gibt's Riesenratten. Wo? Die fressen uns bestimmt auch. Das ist doch keine Ratte, du Holzkopf. Das ist ein Hund. Aber warum hat keine richtigen Beine? Und warum ist die Ratte an einem Seil? Die Deutschen gehen mit ihren Hunden spazieren. Dazu machen sie sich an ein Seil. Die Begrüßung der türkischen Gäste fällt vielerorts verhalten aus. Deutsch für Anfänger, Lektion 1. Ich bin fremd. Das war die klassische Vorstellung Deutscher. Kann man zwar sein, aber nicht werden. Inzwischen ist man miteinander warm geworden. Nicht nur auf dem Fußballplatz. Wenn man eine katholische Mama hat und einen muslimischen Papa, dann denkt man immer, wie geht das? Ich meine, die sind jetzt über 40 Jahre verheiratet. Das läuft. Das ist, die verstehen sich gut, die lieben sich über alles. Und das ist immer ein gutes Beispiel. Meine Eltern sind immer ein gutes Beispiel, dass es gut funktioniert. 50 Jahre türkische Gastarbeiter in Deutschland. Wir haben nachgefragt. Was haben sie uns Positives gebracht? Deutschland der Nachkriegszeit, 50er Jahren, war ja ein bisschen schon auch kleines, spießiges Land. Und das haben die Gastarbeiter sicherlich ein bisschen aufgelockert. Gehen Sie durch die Straße, Sie sehen es, es ist eine Bereicherung. Im Vielfalt auch beim Essen, bei vielen anderen kulturellen Dingen, die uns einfach auch sehr viel Freude machen können in unserem Leben. Eine aktuelle Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen zeigt, 75% der Deutschen meinen, es war richtig, türkische Gastarbeiter nach Deutschland zu holen. 18% halten es heute für einen Fehler. Gastarbeiter wurden Arbeiter gerufen, doch es kamen Menschen an. Es wurden Arbeiter gerufen, doch es kamen Menschen an. Deutschland, Wirtschaftswunderland. Die 50er Jahre bringen Wohlstand für alle. 1955 läuft der einmillionste Käfer vom Band. Das Symbol einer einzigartigen Erfolgsstory. Doch es gibt ein Problem. Arbeitskräfte fehlen. Die Lösung liegt in Südeuropa. Im Dezember 1955 schließt Deutschland ein Anwerbeabkommen mit Italien. Weitere Verträge folgen, unter anderem mit Griechenland, Spanien und schließlich am 30. Oktober 1961 mit der Türkei. Für Länder wie die Türkei ein lukrativer Deal. Es bewerben sich viel mehr Arbeiter, als tatsächlich gebraucht werden. Die Deutschen. Sie tun sich schwer mit all den Fremden. Das zeigt eine Emnet-Umfrage von 1973, der zufolge türkische und italienische Gastarbeiter am wenigsten auf Gegenliebe stoßen. Bella Italia steht bei den Deutschen zwar hoch im Kurs, zu Hause aber bleiben sie lieber unter sich. Das gilt erst recht für die türkischen Gastarbeiter. 1961, im Jahr des Anwerbevertrages,
kommen gerade mal 7.000 ins Land. 10 Jahre später sind es bereits 650.000. Mit der Zeit wächst auch die Angst vor den türkischen Gastarbeiterhorden, wie manche Zeitungen despektierlich titeln. Regelmäßige Schreckensmeldungen in der Boulevardpresse tun ihr Übriges. Der Türke war sozusagen der Fremde schlechthin. Alle möglichen sagenhaften Vorstellungen verbanden sich mit dem Bild des Türken. Am Schluss der krummsäbelige Mensch mit dem Schnurrbart, der irgendwo in der Kleinstadt Bürgermeister ist und alle möglichen Dinge zu Hause treibt. Feindbilder der verschiedensten Art liefen um, obwohl das ganz normale Partner waren wie alle anderen auch. Aber da fremdelten die Deutschen schon. Auch in der Türkei kursiert das ein oder andere Schauermärchen über die Deutschen. Also ich bin froh, dass wir da nicht hin müssen. Wieso? Das sind alles Ungläubige da. Mein Bruder hat mir gesagt, die Deutschen essen Schweinefleisch und Menschen. Zeichen ist ein toter Mann am Kreuz. Den haben sie auch aufgegessen. Und am Sonntag treffen sie sich in einer Kirche und essen von ihm und trinken sein Blut. Echt? Die essen Menschen? Welche Vorurteile sind nach 50 Jahren gemeinsamer Geschichte geblieben? Wir haben nachgefragt. Was ist eigentlich typisch türkisch? Die benehmen sich halt anders. Bart, Schnurrbart, etwas dunkelhäutiger als wir. Die stinken doch nicht, nein, das sind die Gewürze. Die Gewürze. Die fleißig, arbeiten, haben Familiensinn. Viel Schmuck, weites ausgeschnittenes T-Shirt, alles Goldschmuck. Einen dicken Bauch. Und er hat graue Haare, er hat eine Glatze. Und die sitzen oft im Wettbüro. Wer weiß schon, dass die Türken einst ein mächtiges Volk waren, das Europa das Fürchten lehrte. Istanbul. Die Hagia Sophia. Symbol eines der großen Weltreiche der Geschichte. Im 13. Jahrhundert dringen die Osmanen, Angehörige eines Turkvolkes, aus Innerasien bis nach Anatolien vor. Mit Gewalt schaffen die Reiternomaden dort die Grundlagen für ein künftiges Weltreich. Auf dem Weg nach Westen erheben sie den Islam zu ihrer Religion. In großen Schritten drängen die Türken, wie man die Osmanen später nennt, nach Europa. 1453 fällt Konstantinopel, die letzte christliche Bastion, in ihren Machtbereich. 2 Jahrhunderte später, 1683, stehen die Türken vor Wien. Die christliche Welt zittert vor der schlagkräftigen Armee des Sultans. Doch die Eroberung scheitert. Es ist der Anfang vom Ende für das große Osmanische Reich. Von da an schrumpft die islamische Großmacht auf die Grenzen der heutigen Türkei. Komm, Türke, trinke deutsches Bier, dann bist du auch willkommen hier. Mit Prost wird Allah abserviert und du ein Stückchen integriert. Die Türkei Anfang der 60er Jahre. Das Land ist seit knapp 4 Jahrzehnten Republik. Reformen haben das Land verändert. Staat und Religion sind strikt getrennt. Doch immer wieder kommt es zu Unruhen und Terror im Vielvölkerstaat. Pogrome gegen griechische Minderheiten, Christen und Kurden und eine instabile Wirtschaft sorgen für sozialen Zündstoff. Vor allem die Landbevölkerung leidet unter der Armut. 1960 putscht das Militär. Der abgesetzte Ministerpräsident Menderes und seine engsten Vertrauten werden kurzerhand zum Tode verurteilt. Für die Deutschen kein Grund, auf ein Anwerbeabkommen zu verzichten. Also damals war auf politischer Ebene klar, die Türkei ist Teil des Westens. Und insofern war es auch naheliegend, dann sich dort umzuschauen, zumal die Türkei die Voraussetzungen bot, dass sie eben sehr, sehr viele, also ein sehr großes Arbeitskräftereservoir anbieten konnte. Es gab eine weitere Dimension, das amerikanische Interesse
an einer Stützung der Türkei aus geostrategischen Gründen. Seit 1952 ist die Türkei Mitglied der NATO, ein begehrter Bündnispartner im Kalten Krieg. Ausgerechnet die Bundesrepublik, jüngster Partner im transatlantischen Bündnis, will das Band nun fester knüpfen. Das deutsch-türkische Anwerbeabkommen, ein diplomatischer Schachzug zum Wohlgefallen der USA? Nicht jeder ist begeistert. Eigentlich hatte der Arbeitsminister Blank gesagt, das mache ich nicht. Da will ich keinen Vertrag mitschließen. Das kommt mir nicht so vernünftig vor. So wurde dieser Vertrag, obwohl das Auswärtige Amt dafür gar nicht zuständig war, vom Auswärtigen Amt ausgehandelt, damit er zustande kam. Die Zweifel scheinen berechtigt. Denn die Kluft zwischen dem Wirtschaftswunderland und der Türkei ist groß. 60% der Bevölkerung sind Analphabeten. Mehr als 2/3 leben auf dem Land. Ein Leben geprägt von Perspektivlosigkeit und Armut. Immer mehr junge Menschen wandern ab in die größeren Städte, in der Hoffnung auf Arbeit. Die meisten der Türken, die damals kamen, stammten aus ländlichen Regionen zu 80%. Es gab auch welche, die über Istanbul kamen, aber über Istanbul, das war eine Zwischenstation. Und 2/3 von den Türken, die damals kamen, waren unausgebildet. Erste Heimkehrer aus Deutschland berichten von paradiesischen Zuständen im Land von Mercedes und Siemens. Viele hoffen auf das schnelle Geld. Sie wollen ein paar Jahre arbeiten und als reiche Männer zurückkehren. 1969 beschließt auch Rafet Akgün aus dem kleinen anatolischen Dorf Akpinarköy nach Deutschland zu gehen. Ein Satz, den hat mein Vater uns immer erzählt, der war eben in Deutschland liegt das Geld auf der Straße, man braucht es nur aufzuheben. Mutter Akgün bleibt mit den Kindern allein zurück. Erst 3 Jahre später folgt sie ihrem Mann nach Deutschland. Erste Station der zukünftigen Gastarbeiter sind die Anwerbekommissionen in Istanbul. Der Andrang ist groß. Über 2,5 Millionen Männer und Frauen bewerben sich um einen Arbeitsplatz in Deutschland. Nur knapp 1/4 von ihnen wird die Reise tatsächlich antreten. Deutsche Unternehmer zahlen den Kommissaren in Istanbul Kopfgeld für jeden vermittelten Arbeiter. Entsprechend streng ist die Musterung. Die Bewerber müssen gesund sein, lesen und schreiben können. Die intime ärztliche Untersuchung für viele die erste in ihrem Leben. Ein traumatisches Erlebnis. Zweimal pro Woche fahren die Sonderzüge mit den Auserwählten von Istanbul nach München. Sie bekommen wertvolle Verhaltensregeln für das unbekannte Almanya mit auf den Weg. Die Männer sollen sich den deutschen Frauen nicht auf ungebührende Weise, wie es heißt, nähern und vor allem fleißig arbeiten. So wie viele andere Menschen damals verließ auch Hüseyin seine Heimat und kam als Gastarbeiter nach Deutschland. Nach Almanya, wo alles anders war. Begrüßung auf Neutürkisch. Sehr verehrte Gäste, merci, glückwürdig. Immerhin ein netter Versuch. Aufgrund fehlender Sprachkenntnisse beschränkt sich der Alltag der Gastarbeiter schnell auf die Arbeit im Betrieb und den Umgang mit den türkischen Kollegen. Den Arbeitgeber freut's. Namhafte deutsche Wirtschaftsunternehmen von Siemens bis Opel sind ganz angetan von den Arbeitern aus der Türkei. Sie gelten als fleißig und diszipliniert. Des einen Segen ist des anderen Fluch. Die Deutschen stehen der Beschäftigung von Gastarbeitern damals eher skeptisch gegenüber. Man soll sie draußen lassen. Ja. Sie sind hier gewissermaßen eine Konkurrenz für die älteren Arbeiter im Inland. Ja. Ich hätte sie gar nicht reingelassen.
Also ich finde, wir hätten Arbeit genug gehabt für unsere eigenen Leute. Ne? Da bräuchten wir die auf keinen Fall. Also ich bin ein Gegner. Ich habe grundsätzlich nichts dagegen. Ich möchte aber, dass man sie bei Einreise nach Deutschland polizeilich, wie auch von Seiten des Gesundheitsamtes, besser überprüft und überwacht. Laut einer MNIT-Umfrage aus dem Jahre 1965 ist jeder zweite Deutsche gegen die Beschäftigung von Gastarbeitern in der Bundesrepublik. Nur 27% sind klar dafür. Der Rest der Befragten enthält sich der Stimme. Trotz aller Bedenken, im Sommer 1961 sind Gastarbeiter gefragter denn je. Mit dem Mauerbau reißt der Zustrom an Arbeitskräften aus der DDR schlagartig ab. Die aufstrebende Wirtschaftsmacht fürchtet sich nicht nur vor einem Mangel an Arbeitskräften, sondern auch vor der vielen Arbeit, die längst kein Deutscher mehr machen will. Die Idee der Anwerbung ausländischer Arbeiter ist nicht neu. Es ist eine Tradition, die bis ins Kaiserreich zurückgeht. Die Nazis entwickeln daraus ein perfides System. Sogenannte Fremdarbeiter werden millionenfach zwangsverpflichtet. Noch vor Kriegsbeginn schickt der Bündnispartner Italien tausende Zivilarbeiter. Auch einige Dänen und Norweger treibt die wirtschaftliche Not in der Heimat nach Deutschland. Sie kommen zunächst freiwillig. Später werden auch sie ihren Arbeitsplatz nicht mehr verlassen dürfen. 1938 war man so weit, dass Vollbeschäftigung im Reich herrschte vor dem Hintergrund der Aufrüstung und man ohne ausländische Arbeitskraft nicht mehr klarkam. Und ab 1939 begann natürlich die ganze Raubkriegmaschinerie, denn der Zweite Weltkrieg war von vornherein als Raubkrieg auch an Menschen angelegt. Und hinter den stürmenden deutschen Truppen rückte unmittelbar die Arbeitsverwaltung nach und holte Menschen zum freiwilligen Einsatz ins Reich. Nur 3 Wochen nach Kriegsbeginn gibt es in Polen schon 30 Arbeitsämter. Die Menschen sollen sich freiwillig melden. Doch mit freiwilligen Anwerbungen allein ist die Stärke des benötigten Arbeiterheeres nicht zu erreichen. Schnell wechseln die Nazis die Strategie. Massenhafte Zwangsrekrutierungen gehören nun zur Tagesordnung für Arbeiten in der Landwirtschaft und alle Bereiche der Industrie. Ende 1942 ist die Zeit der Blitzsiege vorüber. Immer mehr Deutsche müssen nun an die Front. Russische Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter sollen die Lücken schließen. Im Herbst 1944 sind 8 Millionen Ausländer in der deutschen Kriegswirtschaft beschäftigt. Ein Großteil von ihnen wird der grausamen Maxime des NS-Regimes Vernichtung durch Arbeit zum Opfer fallen. Nach dem Krieg verurteilen die Siegermächte das Sklavenarbeiterprogramm der Nazis als Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Eine Botschaft, die nur langsam in das Bewusstsein der Deutschen dringt. Lange noch halten viele den Einsatz der sogenannten Fremdarbeiter für eine kriegsbedingte Variante der normalen Ausländerbeschäftigung. Selbst wenn es diese Kontinuitäten gab, wie auch diese Begrifflichkeiten widerspiegeln, dass man anfangs eben ja vor allem noch von Fremdarbeitern gesprochen hat, also da hat man das gar nicht reflektiert im Grunde, diese Kontinuität. Und erst allmählich hat man sich durch diesen Begriff der Gastarbeiter davon abgegrenzt. Der Traum vom besseren Leben. Für viele türkische Arbeiter endet er am Fließband oder unter Tage. Die Industrie sucht händeringend nach Arbeitskräften. Investitionen für teure Maschinen bleiben so vorerst erspart. Arbeitskräfte aus der Türkei, Männer wie Frauen, sind billiger, die Reserven scheinbar unerschöpflich. Den Deutschen bietet das Heer der Niedriglöhner vollkommen neue Möglichkeiten. Manch einer steigt zum Vorarbeiter auf. Den Dreck räumen längst andere weg. Die Deutschen widmen sich nun lieber anderen Dingen. Man lässt es sich gut gehen. Im Urlaub
oder auf dem heimischen Minigolfplatz. Ich trinke kein Pils mit dir, du Sau. Du bist nur geil auf meine Frau. Es gab ja dann auch Arbeitszeitverkürzungen, vor allem auch mehr Freizeit, mehr Konsum. Das alles war ja auch nur möglich, weil man diese ausländischen Arbeitskräfte hatte. Also hätte man die gleichen Wachstumsraten ohne Ausländer erzielen wollen, hätte das ganz andere Lebens- und Arbeitsbedingungen für die Einheimischen bedeutet. Der erste deutsche Türke, Günter Wallraff. Der Journalist aus Köln will das Elend der türkischen Leiharbeiter aufdecken. Als Türke Ali schleust er sich Mitte der 80er Jahre in verschiedene Betriebe ein. Dort kommt er in den Genuss von giftigem Schlamm, drückender Hitze und gefährlichem Staub. Wieder muss sich eigentlich 100-mal bedanken, dass er überhaupt noch die dreckigste Scheißarbeit machen darf. 2 Jahre ist Wallraff undercover unterwegs. Ohne Schutzkleidung, ohne Krankenversicherung. Schuften für einen Hungerlohn. Wie seine ausländischen Kollegen wohnt auch er in abgeschotteten Baracken oder heruntergekommenen Hinterhofwohnungen zu Wucherpreisen. Im Oktober 85 erscheint Wallraffs Erfahrungsbericht zunächst als Buch. Ganz unten wird zum Bestseller. An den widrigen Lebensbedingungen der Gastarbeiter jedoch ändert sich wenig. Die Wahrnehmung der Gastarbeiter war vor allem eine instrumentelle. Wir brauchen sie als Arbeitskräfte. Und es gab ja auch diesen Konsens, also sowohl innerhalb der Bevölkerung als auch auf politischer Ebene, als auch bei den Migranten selber, dass wir nur auf Zeit hier sind. Und entsprechend waren die Berührungspunkte nicht sehr stark. Bülent Ceylans Vater kommt bereits 1958 als politischer Flüchtling nach Deutschland. Er verliebt sich in eine Deutsche. Die beiden heiraten und gründen eine Familie. Das war so an 70ern. Da war das schon manchmal special, als es dann hieß, die Hilde, ne, also meine Mama ist Hilde, die hat jetzt so ein schwarzes Kind bekommen. Ne? Das war ich. Meine Mama erzählt heute noch, dass es manchmal nicht so einfach war. Also wenn die Leute, erst haben sie es nicht so gemerkt, dass er Türk ist, aber wenn sie dann so gemerkt haben, Ceylan, aha. Und deswegen sagt ja meine Mama heute noch, das ist so in ihr drin, wenn sie am Telefon ist, Ceylan. Deutsch-türkische Ehen bleiben lange die absolute Ausnahme. Und das, obwohl die Gastarbeiter an deutschen Frauen, so heißt es damals, besonders interessiert sein sollen. Ja, sind sie wohl, aber auch die Mädchen hinter den Gastarbeitern. Nein, nein. Kann ich Glauben nur sie nicht sagen, nein. Es kommt auch viel auf die Frauen an. Ja, ich möchte sagen, ja. Sie am Bahnhof, da stehen die immer rum und das ist irgendwie lästig. Nein, also meiner Erfahrung nach nicht. Meines Erachtens ja. Also mir ist schon oft wieder erfahren, dass mir einige Gastarbeiter nachgekommen sind und mich angesprochen haben. Aber ich kann das leider nicht verallgemeinern. Über die wahren Absichten der Gastarbeiter ist Frau also geteilter Meinung. Eine Emnet-Umfrage von 1979 ergibt, 35% der Deutschen könnten sich einen ausländischen Schwiegersohn oder eine ausländische Schwiegertochter vorstellen. Für die Mehrheit der Deutschen, 62%, käme dies allerdings nicht in Frage. Mein deutscher Opa hat natürlich damals auch gut. Wer kommt denn da in die Familie? Was ist denn das? Ein Türke? Kann er Deutsch? Und meine Mutter so, ja, ich liebe diesen Mann und ich werde ihn heiraten und so weiter. Naja, und da ging es natürlich auch so ein bisschen um die Erziehung auch. Ne? Mein deutscher Opa hat sich Sorgen gemacht, wie wird er denn erzogen? Und das nehme ich dann immer gerne auf die Schippe. Und dann, mein deutscher Opa wollte immer, dass ich Soldat werde, Bundeswehr. Und mein Vater gesagt, nein, der wird Türke. Hatice Akgün kommt 1972 nach Deutschland. Sie ist damals 3 Jahre alt. Ihr Vater findet Arbeit in einer der zahlreichen Zechen im Ruhrpott. Die neue Heimat der Familie wird Duisburg-Marxloh. Kindheitserinnerungen. Ich erinnere mich nämlich noch sehr gut, wenn mein Vater nämlich unseren Grill in unserem Garten in Duisburg-Marxloh aufgestellt hat, dass unsere deutschen Nachbarn immer so misstrauisch so rübergeguckt haben. Was macht der Akgün da wieder? Und mein Vater dann immer rüber rief, nix Angst, ich grill, komm rüber, komm rüber. Die Deutschen wissen damals wenig über die neuen Nachbarn. Beim Stichwort Türkei denken sie vor allem an Gastarbeiter, Urlaub und Sonne. 10% erwähnen den fremden Kulturkreis, nur 1% den anderen Glauben. Die Religion spielte damals überhaupt keine Rolle. Natürlich wussten die deutschen Nachbarn, dass wir anders leben, dass wir anders essen, dass mein Vater in die Moschee geht, dass wir eine andere Sprache zu Hause sprechen.
Aber Sie haben das nicht als etwas Bedrohliches empfunden und Sie haben es auch nicht als etwas Fremdes empfunden, sondern Sie wollten wissen, was bei uns zu Hause ist. Allahu Akbar, Gott ist groß. So lauten die fremden Gesänge der Mohammedaner, wie sie damals überwiegend genannt werden. Im christlichen Deutschland gibt man sich tolerant gegenüber den Fremdgläubigen. Firmen richten Gebetsräume ein, es gibt Kantinenessen ohne Schweinefleisch. Erste Moscheen werden gebaut. Im Februar 1965 dürfen die Gastarbeiter sogar ihr traditionelles Ramadan-Gebet im Kölner Dom abhalten. Eine historische Begegnung zweier Weltreligionen. Gleichwohl hat der Islam eine Rolle gespielt, aber er wurde ganz anders wahrgenommen. Das war damals eben eher exotisch, aber weder gefährlich noch bedrohlich. Also das muss man von heute auch ganz klar unterscheiden. Der 11. September 2001 verändert das Leben vieler Türken in Deutschland. Ihre Religion, der Islam, steht nun auch für eine neue Bedrohung, den Terrorismus. Ich kann sogar sagen, dass ich erst seit dem 11. September 2001 Muslima geworden bin in Deutschland. Das war ich vorher gar nicht. Meine Religion hat bis zu dem Zeitpunkt überhaupt keine Rolle gespielt. Bis zu dem Zeitpunkt war ich die Türkin oder die Ausländerin. Du sagst, du hast nichts gegen uns, nur dass wir zu viele sind. Die Meldungen über ausländische Parallelgesellschaften häufen sich. Kopftuchträgerinnen, Islamisten, Ehrenmörder. Etwa 4 Millionen Muslime leben in Deutschland. Ist ihre Integration gescheitert? Besonders die größte Gruppe unter ihnen, die Türken, steht unter Generalverdacht. Wenn ein Türke mal Mist baut, dann heißt es, sind alle Türken so. Ne? Also so kommt es dann manchmal rüber. Und dann muss ich es wieder gut machen, ne? Sag ich immer. 2010 sorgt er für neuen Zündstoff in der Diskussion. Ex-Bundesbankvorstand Thilo Sarrazin. Titel seines Buches: Deutschland schafft sich ab. Ein Stromschlag. Sarrazin. Seine Thesen: Muslime integrieren sich schlechter als andere, beziehen öfter Hartz IV und werden häufiger straffällig. Seine Botschaft: Die muslimische Zuwanderung muss gestoppt werden. Diese Situation hält auf die Dauer keiner durch. Das Thema Integration wird zum Streitfall. Sarrazins Untergangsszenario polarisiert. Deutschland schafft sich ab. Naja, ganz so schlimm ist es nicht. Im Weitesten haben die Moslems hier nichts zu suchen, würde ich mal sagen. Wir sind hier ein christliches Abendland und was wollen wir hier mit Moslems? Okay, jeder hat das Recht, dann hier zu bleiben. Aber sobald hier irgendjemand, irgendein Ausländer kommt und der Meinung ist, Hartz IV, gib mir mal Geld, ich bin, verstehe nichts Deutsch, ist nicht richtig. Fest steht, die Diskussion spaltet und weckt Ängste. Und während dieser Diskussion, was gar nicht mit dem Mann zu tun hat, sondern mit der Stimmung, habe ich zum ersten Mal das Gefühl gehabt, ich kann nicht länger hier bleiben. Ich muss mein Kind nehmen und sofort hier weg. Ich muss hier auswandern. Ich möchte nicht, dass mein Kind irgendwann nach Hause kommt und sagt, Mama, die haben gesagt, ich bin dumm, weil ich Türkin bin. Nach einer aktuellen Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen halten 36% die Integration für gelungen. 55% der Deutschen führen die aktuelle Misere auf eine gescheiterte Integration der türkischen Gastarbeiter zurück. Dabei gibt die Mehrheit, nämlich 41%, den Gastarbeitern die Schuld an der gescheiterten Integration. Nur 8% machen die Deutschen verantwortlich. Das gegenseitige Verständnis scheint verspielt. Eine dunkle Zukunft wird heraufbeschworen. Müssten es die Deutschen nicht besser wissen? Die Deutschen erleben heute in großer Zahl das, was ihre Vorfahren, wenn man so will, früher in anderen Ländern verursacht haben, nämlich als Einwanderer. Amerika, Amerika, Straßenkreuzer, Fast Food und Preußens Gloria? Amerika, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Das gilt auch in Sachen Traditionspflege.
Laut einer Volkszählung aus dem Jahr 2000 sind 40 Millionen Amerikaner Nachfahren der Germans, deutschen Einwanderern, die Pickelhaube, Sauerkraut und Bier im Gepäck hatten. Die meisten kommen im 19. Jahrhundert. Armut, Hunger und der Drang nach Freiheit treiben ganze Dörfer aus dem krisengeschüttelten Deutschland nach Übersee. Allein in der ersten Jahrhunderthälfte ziehen 740.000 Auswanderer meist per Dampfschiff nach Amerika. Bis zum Ersten Weltkrieg sind es über 6 Millionen. Sehr häufig konnte man hören, diese Deutschen wollen sich ja gar nicht integrieren, die wollen uns integrieren. Die haben deutsche Schulen, die haben sogar deutsche Zeitungen. Wo soll das eigentlich alles enden? Die wenigsten engagieren sich politisch. Nur beim Verbot des Bierausschanks an Sonntagen treibt es die deutschen Einwanderer 1855 auf die Straße. Doch die Aufstände, die sogenannten Beer Riots, bleiben ohne Erfolg. Da bleibt man doch lieber weiterhin unter seinesgleichen. Es gab regelrechte Feindbilder, insbesondere gegenüber deutschen Katholiken. Die hören auf einen Geistlichen, der da jenseits der Alpen irgendwo in Europa sitzt. Das können gar keine richtigen Amerikaner werden. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts erwartet Amerika eine neue Einwandererschwemme aus Europa. Mit den neuen Fremden kommen neue Probleme. 1917 tritt Amerika in den Ersten Weltkrieg ein und wird damit Kriegsgegner der alten Heimat. Zeit, sich endlich zu entscheiden für ein Leben als Amerikaner. Mit den Jahren gerät die Geschichte der integrationsunwilligen Deutschen in Vergessenheit. Und doch sind es Erfahrungen, die heute vielleicht helfen könnten. Das ist kein Türkenproblem, wie man das immer so gerne abwälzt. Das ist auch ein bisschen ein Deutschlandproblem. Also in Deutschland hätte man schon vorher so denken müssen, dass es irgendwann mal, man hat da damals wirklich gedacht, da kommen wir wieder zu Gastarbeit. Man hat damals gedacht, jo, die kommen und dann gehen die wieder. Aber dann sind sie geblieben. Gastarbeiter, wurden Arbeiter gerufen, doch es kamen Menschen an. Wurden Arbeiter gerufen, doch es kamen Menschen an. Das Anwerbeabkommen von 1961 beschränkt die Aufenthaltsdauer der Arbeiter auf 2 Jahre. Familiennachzug ist zunächst untersagt. Abgeschottet in Betrieben und betriebseigenen Wohnheimen bleiben die Gäste auf Zeit unter sich. Ihr hart verdientes Geld fließt in Devisen zurück in die Heimat und wird zu einem bedeutenden Wirtschaftskatalysator in der Türkei. Das war ganz im Sinne der türkischen Regierung, die vorhatte, Leute nach Deutschland zu schicken, um sie dort zu qualifizieren für den Aufbau der Wirtschaft im eigenen Land. Also auch dieser Know-how-Transfer, das spielte eine ganz große Rolle. Die DDR verfährt nach ähnlichem Prinzip. Seit Beginn der 60er Jahre kommen in der Planwirtschaft sogenannte ausländische Werktätige zum Einsatz. Sie stammen hauptsächlich aus den sozialistischen Bruderstaaten Vietnam, Mosambik und Kuba. Ihren Arbeitseinsatz tat die DDR als Ausbildung. Sie unterliegen einer autoritären Betreuung. Ein Teil des Lohnes wird direkt ins Herkunftsgebiet überwiesen. Maßnahmen allein im Sinne der sozialistischen Bruderhilfe? Die sogenannten ausländischen Werktätigen wurden nicht mit dem Ziel der Integration geholt. Sie wurden auch nicht in Familien zugelassen. Es waren einzelne Arbeitskräfte. Es ging nicht um Integration, es ging um Segregation. Sie waren in aller Regel in Sammelunterkünften untergebracht. Kontakte zur einheimischen, also zur deutschen Bevölkerung, waren berichtspflichtig. Eheschließungen waren die Ausnahme. Nach dem Mauerfall kündigt die DDR alle Verträge mit den ausländischen Werktätigen. Die Folge? Hunderttausende verlieren ihre Arbeit und werden kurzerhand abgeschoben. In der Bundesrepublik vertraut man lieber auf die Kraft der Marktwirtschaft. Die Deutschen dachten in Kategorien einer leicht beweglichen, hochmobilen ausländischen Reservearmee, die im Falle einer Krise dann auch wieder gehen würde. 1973 greift erstmals die Hysterie um sich.
Ghettos in Deutschland, 1 Million Türken, titelt der Spiegel. Es ist das Jahr, in dem Deutschland die schwerste Wirtschaftskrise der Nachkriegszeit durchlebt. Die Gastarbeiter aber bleiben. Viele ehemals Heimkehrwillige finden nicht den Weg zurück in die Türkei. Zu schwach sind die Anreize, die ihnen die Heimat bietet. Ich bin 3 gewesen, als ich nach Deutschland gekommen ist. Meine Schwester 4 und ich erinnere mich noch sehr gut daran. Ich muss so 4 gewesen sein, 5. Mein Vater sagte, sobald deine ältere Schwester eingeschult wird, gehen wir wieder zurück. Und das wiederholte sich dann bei jeder Schwester und bei jedem Bruder. Nach uns kamen dann noch 2 Schwestern und noch 2 Brüder. Die Planung war 3 bis 5 Jahre und jetzt sind es 50 Jahre geworden. Längst folgen immer mehr Familien ihren Müttern und Vätern nach Deutschland. Türkisches Leben entsteht. Friseure, Gemüse- und Lebensmittelläden. Aus den ehemaligen Gastarbeitern werden Einwanderer in einem Land, das eigentlich gar kein Einwanderungsland sein will. Bereits seit November 1973 gilt offiziell der Anwerbestopp von Gastarbeitern. 1982 vergibt die Regierung Kohl sogenannte Rückkehrprämien. 10.000 D-Mark für jeden, der das Land wieder verlässt. Die Deutschen haben ein sehr stark kulturell geprägtes Verhältnis zur Nationalstaatsidee. Das kommt aus dem 19. Jahrhundert. Und diese ethnonationale Tradition war gewissermaßen eine Art Block gegenüber der Vorstellung, es kommen jetzt in großer Zahl Menschen aus dem Ausland und die werden hinterher zu Einwanderern und dann zu Deutschen. Es war die klassische Vorstellung, Deutscher kann man zwar sein, aber nicht werden. Neben den Gastarbeitern strömen immer mehr Flüchtlinge in die Bundesrepublik. Sie fliehen vor Armut, Bürgerkrieg und Naturkatastrophen und hoffen nun auf Asyl. Ende der 80er Jahre verschärft der Fall des Eisernen Vorhangs die Situation. Die Anzahl der Zuwanderungen steigt auf über 400.000 pro Jahr. Solche Zahlen schüren Ängste bei den Deutschen. Nährboden für radikales Gedankengut. Es ist Todesfall. Ich könnte das nicht verstehen. Also ich habe keine Probleme mit Ausländern. Wir können als Deutsche nicht das Problem der Welt auf unseren Schultern tragen, sicherlich nicht. Vielleicht eine Überbevölkerung gibt, dass so viele, ich sag mal, Gemischte hier reinkommen. Eine fatale Entwicklung, die vor allem einer Gruppe nutzt. Die Rechtsradikalen haben starken Zulauf. Der Hass auf alles Fremde entlädt sich in gewalttätigen Aktionen gegen ausländische, meist muslimische Einwanderer. Immer wieder fliegen Brandsätze und Steine, zunächst vor allem im Osten Deutschlands, in Hoyerswerda, Rostock. Politik versagte vor diesem Problem aus Angst vor den Bürgern. Keiner wollte es gewesen sein, der jetzt kraftvolle Entscheidungen trifft. Zum traf keiner Entscheidungen, der eine beschimpfte den anderen. Jeweils denunzierten sich Parteien gegenseitig und die Bürger ballten die Faust in der Tasche und hatten den Eindruck, hier geschieht einfach nichts mehr. Die Politik hat kein Konzept. Wir müssen das jetzt irgendwann in die eigene Hand nehmen und dann ist es passiert. Mölln, November 1992. Bei einem Brandanschlag sterben 3 Menschen, unter ihnen 2 türkische Mädchen, 10 und 14 Jahre alt. Nur 5 Monate später brennt ein Haus in Solingen. 5 Menschen sterben. Die Erinnerung schmerzt. Ich habe dann den Fernseher eingeschaltet und sah dieses Haus, dieses alte Fachwerkhaus, was so abgebrannt war. Und dann sah ich diese Mutter, Mevlüde Genç. Und ich sah, wie sie das Kopftuch unter dem Kinn mit 2 Knoten zusammengebunden hat. Wie meine Mutter. Und dann sah ich diese ganzen türkischen Kinder und habe dann gedacht, verdammt, das hätte deine Familie sein können. Die Anschläge von Mölln und Solingen sind die traurigen Höhepunkte fremdenfeindlicher Gewalt. Sie sorgen für Entsetzen, Enttäuschung, grenzenlose Wut und tiefes Misstrauen. Zugleich rütteln sie die Deutschen wach. Überall finden spontane Großdemonstrationen gegen Fremdenhass statt.
Auch die Politik lenkt ein. Nach zähem Ringen bekennt sich Deutschland 1999 erstmals offiziell als Einwanderungsland. Zu spät, um doch noch Heimat für die einstigen Gastarbeiter zu werden? Ich blieb ein Fremder in deinem Land. Istanbul ist ja so weit und es ist viel zu lange her. Heute leben in Deutschland knapp 3 Millionen Menschen türkischer Herkunft. Darunter viele ehemalige Gastarbeiter und ihre Familien. Der Traum vom schnellen Geld und die Rückkehr in die Heimat, für viele ist er nicht in Erfüllung gegangen. Aufgegeben haben ihn manche bis heute nicht. Ich habe Überraschung. Wir sind jetzt Deutsche. Deutsche? Ist nicht wahr. Ja. Nein, das nicht Überraschung. Überraschung ist, ich habe Haus gekauft. In Türkei. Im Dorf. In Heimat. Warum das denn? Wollt ihr zurückkehren oder was? Ja. Schau mal. Das ist unsere Heimat. Schön, ne? Die Frage der Rückkehr wird eine Frage der Generationen. Denn oftmals kennen die Kinder und Enkelkinder die türkische Heimat nur noch von Besuchen in den Ferien. Sie fühlen sich längst auch in Deutschland zu Hause. Ich bin sehr gerne Deutsche, ich bin auch sehr gerne Türkin. Und ich bin auch nicht entweder oder. Ich bin keine entweder oder Identität, sondern ich bin eine und Identität. Ich bin Deutsche und Türkin oder aber auch Türkin und Deutsche. Es kommt immer darauf an, wo ich gerade aufwache. Immer mehr junge Deutsche türkischer Herkunft nutzen ihr Leben in zwei Kulturen als Karrierebonus. Viele zieht es zurück in die fremde Heimat, ins Boomland Türkei. Istanbul, aber auch die einst so schwachen ländlichen Regionen Anatoliens, aus denen Eltern und Großeltern vor der Armut nach Deutschland flohen, bieten ihnen heute die besseren Zukunftschancen. Sehr zum Leidwesen der deutschen Wirtschaft. Und der Kanzlerin. Die will vermitteln. Ihr seid uns willkommen. Wir wollen, dass ihr bei uns zu Hause seid. Kanzlerin aus der Ex-DDR und türkischer Starfußballer. Shake hands für ein neues, zukunftsweisendes Kapitel der Integration. Manchmal würde ich gerne zu Angela Merkel sagen, wir Türken waren zuerst in Deutschland. Ich weiß nicht, wie sie reagiert. Ich hoffe, sie würde lachen. Also wenn sie nicht lacht, dann ist sie nicht integriert. Servus und tschüss, es ist vorbei. Wir wollen Freunde.